Abzug wird initialisiert. Lebenserhaltung aktiviert. Oh, ist das kalt hier. Das ist wirklich arschkalt. Schildkinetiksystem online. Minus 38 Grad. Holy Mama. Scanner beschädigt. Reparatur erforderlich. Luftschub-Jetpack. Online. Ach du Scheiße. Multiwerkzeug und Minenlaser. Einsatzbereit. Wenigstens etwas. Benutzerinitialisierung abgeschlossen. Planet Muritugatstu. Was? In der Euklid-Galaxie? Das ist ja prächtig. Gelände frostig. Nicht nur das Gelände, sondern auch die Einheimischen. Eher so frostig. Ja, herzlich willkommen hier bei dem völlig extrem viel zu krass gehypten Game No Man's Sky. Und so sieht's tatsächlich aus. Was bist denn du? Was bist denn du? Hirschis! Und Baby-Hirschis! Ja, wir sind abgestürzt. Ja, cool. Und zwar auf diesen nicht so sonderlich schönen Planeten. Ich muss dazu sagen, ich habe schon jetzt mehrmals das Spiel neu starten müssen, denn jedes Mal, wenn man irgendwas in den Grafikoptionen ändert, muss man das ja neu starten, weil man das ja braucht in 2016. So viel Meckern am Anfang. Wir sind jetzt hier also auf einem Planeten, der erstmal sehr, sehr uneinladend aussieht. Auf jeden Fall deutlich uneinladender als alles, was ich bis jetzt so gesehen habe. Und fliegende Ratten haben wir auch. Wir müssen aber erstmal zu unserem Raumschiff erstmal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas mitnehmen können. Denn das Raumschiff ist nun mal das Putt. So. Schubdüse kritisch beschädigt. Tab drücken, um Inventar zu öffnen. So, Startschubdüse. Vertikales Startsystem. Wichtige Ausrüstung zum Starten und Landen. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen der Schubdüsen Plutonium erforderlich ist. Das wächst ja einfach so. Für die Startprozeduren sind vor der Aktivierung ausreichende Treibstofflevels nötig. Zum Abheben von Planeten W gedrückt halten, Space gedrückt halten und noch 5 andere Tasten, um den Geschwindigkeitsschub während des Flugs zu aktivieren. Wir brauchen Karitplatten. Karitplatten. Haben wir eine. Das ist natürlich doof. Raumschiff-Inventarplätze 15. Dann haben wir hier noch Multiwerkzeug. Das wird wahrscheinlich dieser Bergbaulaser sein. Da sind auch ein paar Sachen kaputt. Exo-Anzug, da sieht alles gut aus. Du, was? Da ist irgendwas. Was bist denn du? Okay. So, hier können wir noch irgendwas looten. Das nehmen wir natürlich alles mit. Isotop. Da haben wir Plutonium drin. Brauchen wir ja auch. Trümmer. Atlas Pass V1 nötig. Was auch immer das ist. Ich hoffe, wir werden es bekommen. Was heißt ich hoffe? Ich denke schon, dass wir es bekommen werden. Beschädigte Maschinerie. Neue Technologie entdeckt. Tab drücken, um Inventar zu öffnen. Fortgeschrittene Kühlung Sigma. Photonenkanonen-Begleiteinheit. Die Abklingzeit der Photonenkanone werden... Kanone? Werden? Abklingzeiten. I see. Werden erheblich reduziert. Die Zerstörung von Schiff zu Schiff wird durch eine reduzierte Unterbrechung der Photonenentladung zu einem angenehmeren Unterfangen. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Raumschiff-Inventar des Nutzers. Nice. Das Ding ist, und das habe ich schon gelesen gehabt, jedes Upgrade, was wir uns herstellen, auch für die Waffen und so, na okay, für die Waffen jetzt nicht so, aber für unseren Exo-Anzug, wir haben hier 12 Inventarplätze. Wenn wir jetzt ein Upgrade für den Anzug herstellen, belegt das einen Inventarplatz. Das sind diese Inventarplätze, die wir brauchen, um Sachen zu sammeln.
Das ist wieder unser Kumpel. Was ist das denn? Trümmer. Oh, hallo? Die Realität scheint sich zusammenzufalten. Im einen Augenblick sehe ich Trümmer, in anderen eine riesige rote Kugel, fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig, viel besser als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich, gerade erwacht und noch benommen, manipuliert? Ein Name brennt sich in meinen Verstand ein. Atlas. Und eine Bitte, wortlos geäußert. Ich soll dem Weg folgen, denn dieses Wesen, der Atlas, für mich bereitet hat. Was? Den? Diese? What the? Ja, na, ist ja, ich bin ja Deutscher, da liegt's ja an den Genen, einem Führer zu folgen. Den musste ich einfach droppen, hab ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. So, ab hier ist komplett blind, ich habe keine Ahnung. Schiff ist kaputt, da müssen wir Sachen reparieren. Bup, bup, bup. Teleportiere beliebige Gegenstände vom Astro-Anzug zum Raumschiff. Das... Warte mal. So. Was musste man hier alles machen? Karitplatten. Iridium. Zink brauchen wir. Deflektorschilde sind toppi. Ich würde sagen, gucken wir erstmal, dass wir hier so eine Sachen wie den Scanner, dass wir das reparieren können. Kohlenstoff brauchen wir dazu. Kohlenstoff. Alles klar. Kohlenstoff. Kohlenstoff, wo bist du, Kohlenstoff? Was bist du? Du bist Eisen. Ja, was kann ich euch ein bisschen über das Spiel erzählen? Wir sind hier, wie gesagt, auf einem Frostplaneten. Es gibt Dutzende verschiedene. Es gibt auch richtig schönen Planeten mit richtig schön grüner Landschaft und so. Und irgendwo dort oben... naja, da vielleicht nicht. Obwohl das auch irgendwas im Weltraum ist. Da oben, da sind andere Planeten. Und Leute, wir können hier wegfliegen. Und wir können auf anderen Planeten landen. Und wir können Kohlenstoff finden. Gib her. Huch. Ist auch nochmal Kohlenstoff. Das funktioniert doch relativ gut. Dann rennen wir hier so ein bisschen lang und schießen Blumen weg. Macht man halt so. Und wie gesagt, also es sieht nicht jeder Planet so aus wie dieser hier. Deswegen, Tamium. Whatever. Deswegen, ja. Lasst euch nicht abschrecken, dass wir hier die wahrscheinlich menschenunfreundlichste Umgebung ever zum Start haben. Wir werden hier schon... Wärmeschutz stabilisiert sich. Wir werden hier schon wieder irgendwie wegkommen. So, können wir jetzt diesen Laser-Scanner, das war der Scanner, können wir den jetzt reparieren? Der war hier drüben. Scanner, 25 von 25. Cool. Wie nutze ich denn den? Lokalen Scan mit C aktivieren. Ah, der zeigt das. Okay, dann war das jetzt echt das Beste, was wir hätten machen können. Der zeigt uns an, was wir wo finden können. Jetzt müssen wir bloß nochmal gucken, welche Zeichen denn was bedeuten. Platin. Hier ist Zink. Die Frage ist halt, was wir genau brauchen. Optische Verbesserungen, Kreaturen, Entdeckungssystem. Da brauchen wir Eisen für. Alles klar, Eisen. Und wir müssen mal gucken wegen den Lebenserhaltungssystemen. Haben wir gerade gehört, die sind ein bisschen down. Ist der hier wahrscheinlich. Schildsplitter. Eine speicherwürdige Schadenschutz oder so. Kann leider... Whatever. Was war denn da noch? Genk-Amulett. Verbrauchsgut zum Handeln. Glücksbringer-Amulett, das von vielen galaktischen Händlern getragen wird. 11.000 Units bringen die uns. Mhm.
Ich habe auch noch ein paar, also zumindest einen Vorbesteller extra. Das können wir auch mal einlösen demnächst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr auch gespannt seid, ob das Spiel zu Recht so gehypt wurde oder ob es total overhyped ist. Ich kann es zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich finde es mal ganz spannend. Wird wahrscheinlich eher ein relativ ruhiges Let's Play werden. So, jetzt hier Eisen. Weiß ich gar nicht, wie viel wir jetzt brauchen. Oh. Ah, oben rechts sehe ich gerade Bergbaustrahl. Oh, der hat nur noch 40%. Und das geht rasant runter. Und die Leiste da zeigt wahrscheinlich an, wann er überhitzt. Dann wollen wir das mal immer... Jetzt die Frage. Ob das sinnvoll ist, überhaupt zu warten, bis er überhitzt oder vorher auszulösen. Wir können jetzt aber schon mal eine Karitplatte herstellen. Das heißt, wir brauchen das ganze Eisen. Dann bauen wir das Teil hier mal auf jeden Fall ab. Mit unserem überaus hochwertigen Lay... Was ist das? Da hinten gibt es irgendwie Leben. Das da sind irgendwelche Schatztruhen. Ich bin hier unten! Ja, das Spiel hat auch einen coolen Soundtrack. Den werden wir aber nicht hören, denn ich habe natürlich die Musik ausgemacht. Einfach aus Sicherheitsgründen. So, und wir wollten jetzt gucken. Einmal da oben, was ist das? Das sieht aus wie irgendwelche Alien-Technologie. Das ist ja abgefahren. Ein Wissensstein. Du hast das Korvat-Wort für selten gelernt. Welch seltene Freude. What the fuck ist das denn? Der scheint irgendwie eine Höhle zu sein, aber was ist das denn da hinten? Und wir müssen aufpassen. Es sieht so aus, als wenn wir echte Probleme mit der Kälte haben. Ist logisch, minus 72 Grad, das ist schon... Also das ist schon übel. Die Frage ist... Wie wir uns aufwärmen können. Zurzeit keine Ahnung. Können nochmal reingehen. Der Gefahrenschutz geht wieder runter. Können wir ein bisschen mit Zink upgraden. Und diese Dingsplatten wollten wir herstellen. Karitplatten, genau. Wird aus Eisen hergestellt. Ist die Frage, wie man was herstellt. Wie stellt man was her? Ist das Gold oder was? Haben wir den übelsten Goldpickel gefunden? Das ist ja der Shit, Alter. Auf leeren Platz drücken müssen wir da. Wir haben wirklich Gold gefunden. Leute, wir haben Gold gefunden! So, warte mal. Ausdauersteigerung. Gesundheit, Schutz, Ausdauer, Hilfsmittel. Vielleicht müssen wir das beim Raumschiff machen? Waffen. Das sind Technologien. Wir wollen ja nicht Technologien herstellen. Wir wollen ja... was craften. Wie gesagt, it's blind, Leute. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Wenn ihr coole Tipps zu dem Spiel habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie immer gilt natürlich, ich mag kein Backseat-Gaming. Das heißt... Wer mir vorschreibt, wie ich was zu zocken habe oder sonst was, der kann mich mal ganz gern haben. So, wie mache ich das denn? Ah, da. Produkt herstellen. Karitplatte. Die kann man nicht stacken. Objekt übertragen. Das ist interessant auf jeden Fall. Wie viele brauchen wir denn davon? 4. Also haben wir es schon. Der Impulsantrieb fehlt jetzt noch. 2 Karitplatten und Zink. Zink hatten wir doch... Nee, hatten wir nicht. Aber wir haben noch genug, um 2 Karitplatten, glaube ich, herzustellen.
Ja, easy. Zack. Zack. So langsam komme ich rein. Achso, da müssen wir jetzt warten. Und wir brauchen... Wir brauchen noch Plutonium. Alles klar. Und hierfür... Und zur Bedienung F gedrückt halten. Jetzt haben wir auch diesen... Diesen hier. Das ist ein Scanner. Was ist denn das da? What the fuck? Was ist denn das? Da war noch eben irgendwas, was sich bewegt hat. Was? Whatever. So, das war unser Wärmeschutz. Der ist jetzt also weg. Boah, Leute, ich glaube, da müssen wir einiges lernen, wie hier was funktioniert. Aber ich glaube, wenn wir da erstmal drin sind, jetzt am Anfang ist das alles noch so, what the fuck passiert hier? Zink-Titan oder Schildsplitter. Zink-Titan oder Schildsplitter. Und nichts davon haben wir. Das ist ja eine schöne Überraschung. Aber Kohlenstoff haben wir. Das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen jetzt Zink, Titan oder irgendwas anderes. Was ist das da? Was? Da ist auch irgendwas. Chrysonit. Brauchen wir aber nicht. Da hinten scheint irgendwas zu sein, was ganz wichtig für uns ist. Leute, wenn wir jetzt abkratzen, wäre ja richtig scheiße. Habt ihr gesehen, was ich gerade für einen Move gemacht habe? Der ist richtig cool. Das hatte ich gelesen. Hat mir nämlich jemand auf Twitter geschrieben. Geschrieben schon zur Vorbereitung fürs No Man's Sky Let's Play. Ah, da! Zum Iridium-Vorkommen werden wir getrieben. Und zwar ist das Nahkampf. Da kriegst du so einen kleinen Schub nach vorne. Und wenn du in dem Augenblick dann dein Jetpack zündest... Dann kriegst du so einen Boost nach vorne. Das ist natürlich blöd, dass wir hier auf einem, ja, übelst kalten Planeten gestartet sind. Da vorne scheint Plutonium zu sein. Jedenfalls hat man das immer in den ganzen Trailern gesehen, dass die bei diesen roten Teilen Plutonium abgebaut haben. Scannen wir mal. Na, mach mal. Junge! Ist Plutonium, whatever. So. Aber damit konnten wir jetzt nicht unser... Das ist auch Eisen. Wir brauchen Zink. Oder wir gehen mal hier runter. Denn hier ist es anscheinend ein bisschen wärmer. Krasse Scheiße, Leute. Da müssen wir echt aufpassen. Ich glaube, das wird uns noch einiges abverlangen hier. Wenn ich bloß wüsste, was diese ganzen Zeichen bedeuten. Oh, haua, haua, ha. Aber eine Sache, die wir mal machen können, ist... muss ich bloß noch finden. Und zwar sind wir hier im System Krivoslumk auf dem Planeten Muritagatsu. Und das muss ja nicht so sein. Wir können das nämlich umbenennen. Und ich würde sagen, den Planet, weil er einfach der erste Planet ist, den wir entdecken, nennen wir Quamaronosiani. Da, wo die Quamaronosianer herkommen. Zack. Und der ist natürlich im System. Das ist eine gute Frage. Wie nennen wir das System? Also, ne, ein System beinhaltet ja immer viele Planeten.
Also quasi ein Sonnensystem, ne? Du hast eine Sonne und dann viele kleine Planeten und dann hast du das nächste Sonnensystem und das alles bündelt sich ja dann in einem Universum. Übrigens 18 Trillionen Planeten, auf denen wir landen können. 18 Trillionen! Die Chance, dass wir irgendjemanden treffen, ist also relativ gering. Wir brauchen jetzt aber immer noch einen Namen für unser System. Wir nennen das System... K.O. Oder... Die Frage ist halt... Pass auf, wir nennen das System... Seminenten. So, und da haben wir es dann. Wir haben sogar eine Pflanze entdeckt. Und den können wir auch benennen. Das ist der rote Pimlus. Das ist ja der Hammer. Wegpunkte gibt es hier zu entdecken. Und es gibt hier noch verschiedene Einträge zu entdecken. Die Reise. Da könnt ihr sehen, was wir alles schon geschafft haben. Nächster Meilenstein in 3. Sterngucker. Ich weiß nicht, ob irgendwo... Nee. Ich habe nämlich mal einen Wächter schon zerstört gehabt, weil der mir einfach auf den Sack gegangen ist. Und dann können wir hier die Bonusinhalte einlösen. Und das Horizon-Schiff. So. Raumschiff-Inventar vergleichen. Sachen, die mir nämlich Leute schon gesagt haben, ist ganz wichtig, dass wir die Scheiße da rüberbringen. So, also was wir im Inventar haben. So, und dann haben wir quasi schon ein neues Raumschiff. Das ist ein Vorbesteller extra. Das kann man aber auch so im Spiel bekommen. Also keine Sorge, falls ihr das irgendwie nicht habt und jetzt sagt, weil genau das sagt ihr, dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ihr könnt das auch einfach so bekommen. Wir bauen noch ein bisschen Plutonium ab. Quamarone Oceanien. Finde ich ja cool. Ja. Ich hoffe auch, der rote Pimmler ist euch genehm. Wir müssen auch mal gucken, dass wir irgendwie hinkriegen, dass ihr auch ein paar Sachen benennen könnt. Wenn wir hier irgendwelche lustigen Viecher finden, dass wir da mal so ein bisschen... Keine Ahnung, dass ich euch die Chance lasse, dass ihr die benennen könnt, quasi. Ich hab schon wieder vergessen, was wir eigentlich Iridium brauchen. Was wird hier unten angezeigt? Bloß ein bisschen Schiss vor der Kälte draußen. Hier kommen wir nicht durch. Minus 34 Grad haben wir. Und hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen... Na? Wir müssen auf lange Sicht wieder raus. Nur die Frage, können wir denn jetzt irgendwas hier, Lebenserhaltung, wird mit Isotop aufgeladen. Ah, das haben wir ja. So, Platin. Was, so, jetzt logisch, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Heridium, wir brauchen Zink. Der Hyperantrieb. Das wird auch mit Warpzelle. Ach du Scheiße. Aber den brauchen wir wohl gar nicht. Also zumindest noch nicht. Denn unser anderes Raumschiff hatte ja auch keinen Hyperantrieb. Übrigens kann man Raumschiffe selber entdecken. Und es kann sein, dass wir als erster einen Raumschiff-Typ entdecken. Und wenn dann andere dieses Raumschiff auch finden, heißt es so, wie wir es benannt haben. Ist das geil? Und wir müssen jetzt aber gucken... dass wir Heridium finden. Heridium, Heridium, Heridium ist da hinten. Warum kommt es denn nicht her, Heridium? Hier ist Eisen, das brauchen wir nicht. Zumindest jetzt nicht. Und da ist ein Ausgang. Gucken, dass wir da hochkommen. So, go, go, Gadgetto, Düsenantrieb. Auf zum Heridium.
Schade, ich halt die ganze Zeit Outro nach diesen kleinen Viechern. Irgendwo fliegen ja hier auch Sachen rum. Zum Zoom. Ach, man kann auch zoomen. Oh nein! Das war nicht Zoom. Das war gemein. Ich wollte ihn nicht abschießen. Wie kann ich denn zoomen? Ach so, kann ich zoomen. Kann ich den von hier nicht scannen? Das ist schade. Wow. Alter, das hatte ich beinahe nicht gesehen. So, nochmal ausprobieren. Ich krieg das noch nicht so hin mit dem... Ups, mit dem Boosten. Aber wenn wir das erstmal drauf haben, Leute, dann flutscht das hier. Huch. Georgia Lisuane. Und Iggy Dingens. Schön. Schöne Bäume. Aber die Georgia Lisuane, das ist ja im Endeffekt ganz, also ganz eindeutig. Eindeutig. Ganz eindeutig. Der Blattlose. Vielleicht sollten wir es auf Englisch benennen. Obwohl, who gives a fuck? Warte mal, da können wir eigentlich auch gleich das hier noch benennen, damit wir es einfach durch haben. Wir werden natürlich nicht alles benennen, aber das ist... Das ist ganz typisch. Tänche. Das Geile ist nämlich, wenn wir Entdeckungen hochladen, und das müssen wir uns mal merken, bekommen wir immer Geld. Also diese Units. Mit den Units können wir uns später einfach mal Sachen kaufen. Und Sachen kaufen ist ja generell einfach mal eine coole Sache. So, wir scannen mal. Und mal gucken, gibt es hier denn irgendwas Interessantes? Da unten ist irgendwas Gelbes. Mal gucken, was das ist. Zink! Sag mal, Zink sagt mir irgendwas. Zink haben wir für irgendwas gebraucht. Ah, genau, auch für den Impulsantrieb. Plutonium müssen wir auch mal gucken, dass wir Plutonium noch genug mitbringen. Aber da haben wir ganz gut. Das ist voll geil. Ich habe in meiner Wohnung so eine kleine Scheißfliege hier. Die mir so ein bisschen auf den Sack geht, weil die mir die ganze Zeit auf der Hand landet. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Oh, was ist das? Es ist ein Stein. Das sieht aber cool aus. Da ist ein Tier! Moment. Im Endeffekt, Leute, geht's genau darum in dem Spiel. Das ist ein Pflanzenfresser. Skippy. Und die anderen Sachen, die werden wir mal einfach hochladen. Einfach damit wir die Credits bekommen. Wir müssen natürlich nicht alles benennen hier. Keine Sorge, Leute. Aber, ah, das sind also die verschiedenen Tiere, die es hier zu finden gibt. Also Skippy haben wir jetzt schon entdeckt. Den können wir füttern. Mit Heridium. Bist du denn des Wahnsinns kleiner Zwilling? Das brauchen wir doch selber. Und da scheint noch ein anderes Tier zu sein. Ich finde das gerade einfach nur geil, also hier rumzulatschen und zu gucken. Das
ist natürlich eine Rinnsteinkatze. Das sieht man doch sofort. Den Stein laden wir mal hoch. Und so, ja, nach und nach eignen wir uns ein bisschen Kohle an. Was natürlich nicht verkehrt ist, denn wir brauchen das. Da ist noch ein Tier. Was bist du denn? Was bist du denn, Ekliget, gewesen? Ich hab grad einfach nur daran Spaß. Das ist der Wolpertinger. Ich weiß, es ist falsch benannt, hör auf. Also falsch geschrieben auf jeden Fall. Ein Wolpertinger. Oh, was ist denn das? Was hast du denn gemacht? Titan? Der hat gerade Titan geschissen. Danke, Wolpertinger. Das ist ja cool. Wolpertinger, voll entwickelt. Alter, das sieht aus, als hätte ihr einen auf den Rücken geschissen. Aber ist okay. So sind sie, die Wolpers. Ne, das ist, wie die Freunde sie nennen. Ach, das war der rote Pimlus. Stimmt. Hatte ich zuerst nicht entdeckt. Alles scannen. Ein Stein. Was ist das? Siehste, ich weiß auch in Weltraum spielen, wie man Geld macht. Und dann haben wir hier endlich das Heridium. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes in der Nähe? Da hinten ist auch nochmal Heridium, so wie es aussieht. Das ist das Raumschiff. Wir haben oben übrigens an der Decke hier auch ein Radar. Da finden wir dann auch immer unser Raumschiff. Jetzt aber bauen wir erstmal Heridium ab. Alter, da können wir uns richtig reinbohren. Silly shit. Da kommt der Wolpertinger gleich an. Der weiß natürlich, dass wenn wir Iridium hier abbauen, dann fällt vielleicht für ihn was ab. Obwohl, der wollte ja kein Iridium, ne? Der hat ja wieder Eisen gefressen. Da hinten ist Gold. Wäre natürlich auch fett mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob wir Gold gewinnbringend verkaufen können. Oh, jetzt ist die Waffenladung aufgebraucht. Müssen wir mal gucken. Bergbaustrahl. Ne, nicht Plutonium. Plutonium brauchen wir ja für was anderes. Warte mal, Technologie. Blitzwerfer. Oder Strahlintensivierer Sigma. Der Bergbaustrahllaser wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Und der Blitzwerfer? Kampffokussierte Waffe. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen des Geräts Isotopelemente wie Kohlenstoff. Der Einsatz kann den Tod der anvisierten Entität nach sich ziehen. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Wir brauchen Titan. Wir brauchen Titan. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Wir haben ja jetzt hier Heridium abgebaut, dass wir das auf unser Raumschiff rüberbringen. Denn wir wollten ja hier. Oh, da brauchen wir doch deutlich mehr. Das baut er wohl nicht ab. Gefällt mir aber nicht, dass der das nicht abbaut. Der will das nicht abbauen. Das sieht aber fett aus, das Zeug. Ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger, dass wir hier dieses ganze Teil abbauen. Übrigens, wer die Idee hegt, ich könnte doch das FOV ein bisschen anders einstellen, dass das angenehmer ist. Ich habe das auf 100 hochgedreht schon. Weiter geht's leider nicht. Ich hätte es auch gern noch ein Stück draußen. Aber naja. Wer weiß. Mit den nächsten Updates soll übrigens sowas kommen wie Base Building und so eine Sachen. Was ich sehr cool finde, spricht zwar eigentlich dem Sinn des Spiels total entgegen, weil eigentlich soll man zum Mittelpunkt der Galaxie reisen. Was da passiert? Ja, spoiler ich mal nicht. Mit Absicht.
denn ich habe mich auch sehr gefreut, dass man mich da gespoilert hat. Ich muss sagen, ich finde es ganz lustig, aber darüber reden wir, wenn wir es überhaupt mal in diesem Let's Play schaffen. Weil das könnte relativ lange dauern. Genauso wie der Abbau hier. Zack, zack. Wie sieht's denn jetzt aus? Iridium? Raumschiff nicht in Reichweite? Ach so. Hier waren wir, ja. Zack. Zack. Können wir jetzt... Jetzt können wir. Jetzt brauchen wir Tamium 9 und Plutonium. Und am besten noch eine Warp-Zelle. Ich meine, Tamium 9, Plutonium, haben wir, ein bisschen zumindest. Vielleicht reicht das sogar, um von diesem Planeten wegzukommen. Wir müssen erstmal wieder gucken, dass wir unseren Exo-Anzug aufladen. Titan. Das machen wir mal mit dem Zink. Denn das Titan brauchten wir ja... Startschubdüsen auftanken. Das brauchten wir ja. Können wir das eigentlich scannen? Nee. Ah, können wir diese Roboter scannen? Oh, was denn jetzt? Reisemeilenstein entreicht. Whatever. Raumschiff reparieren. Ja. Ja, niedrig ist immer noch besser als aus. Was? Mal scannen. Da unten scheint irgendwas zu sein. Die Frage ist halt, wie wir da runterkommen. Ich glaube, in Bodenbauen. Das wird eher nix. Und da hinten ist ein Fragezeichen. Würde ich sagen, treten wir mal die Reise zum Fragezeichen an. Ja, die extreme Nachttemperatur, die kennen wir ja nun schon. Ich glaube, bei 75 Grad minus waren wir. Und in einer Minute 46 kommen wir da hinten an. So, jetzt hab ich's. Wie geil schnell man da unterwegs ist, oder? Ist der Shit. Muss man bloß richtig timen. So, warte mal. Konnten wir das mit Kohlen... Nee, jetzt brauche ich ja Zink und so. Ich vergesse das immer. Mal scannen. Wir haben hier echt einfach einen Planeten erwischt, der sowas von unansehnlich ist. Aber egal. Wir haben ja unser Ziel vor Augen, dieses Fragezeichen da hinten. Wir sind übrigens schon lange über der Zeit der normalen Folge hinaus. Ich wollte natürlich ein bisschen länger die erste Folge machen, weil das Problem, was ich immer sehe an Let's Plays in letzter Zeit ist, dass die meisten Leute schauen sich was an, so ein, zwei Folgen lang. Und wenn da noch nicht der Ultra-Shit passiert, dann ist egal, dann will ich nicht mehr sehen. Und der Sache... Das sind alles Lebensformen. Der Sache wollte ich jetzt entgehen, damit ihr hier 40 Minuten habt. Oder vielleicht sogar 50. Paktebenen. Hier wohnen welche. Voll geil. Hallo. Ich plünder mal deinen Vorgarten. Energiekanister. Ja, ich hoffe natürlich, dass da noch ein paar Performance-Patches kommen und so. Wir können speichern. Man darf immer nicht vergessen, obwohl das Spiel gehypt wurde ohne Ende, ist es so, dass das trotzdem von einem Indie-Entwickler ist. Was ist das hier? Signalscanner.
Okay. Gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Das ist von einem Indie-Entwickler und, als solches natürlich auch ein Indie-Game und sollte auch als solches angenommen werden. So, was haben wir da? Wow! Schilde auf Maximum. Das ist cool. Ist hier noch was? Schild auf Maximum. Das ist sehr schön. Hier wohnt irgendein Alien. Neue Technologie entdeckt. Strahlenfokus Sigma. Bergbaubegleiter, eine schnellere Bergbaustrahlenprozessor bei ressourcenreichen Materialien. Der Nutzer verfügt über einen schnelleren Elementabbau aus Kristallen, Felsen und planetarer Vegetation. Funktioniert automatisch nach dem Bau- und Multiwerkzeugsinventar des Nutzers. Und mal hier Iridium und Plutonium. Cool. Strahlintensivierer und Strahlenfokus. Und wie gesagt, wir können die Sachen hier immer weiter verbessern. Und dann können wir uns diese ganzen anderen Sachen herstellen. Und, oh! Du hast das Kovacs-Wort für Warnung gelernt. Das ist ja cool. Also diese Häuser sind ja schon mal der Shit, ne? Zum Starten an Bord des Raumschiffs gehen. Ja. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. In dieser Folge werden wir jetzt noch gucken. Was ist denn ein Überbrückungsschiff? Das würde mich jetzt noch interessieren. Zeig mal her. Überbrückungsschiff. Brauchen wir Plutonium. Plutonium. Wo kriegen wir jetzt schnell Plutonium her? Da unten. Das müsste Plutonium sein. Autsch. Aber das scheint auch irgendwie unterirdisch zu lagern. Dann holen wir uns da hinten Plutonium. Und da ist auch wieder eine Kiste. Die ist auch unterirdisch. Wie kommen wir da ran? Dann müssen wir irgendwie das Gelände ändern. Ich habe aber keine Ahnung, inwiefern wir das machen können. Erstmal wieder einen Stein analysieren. Leute, strange. Ich bin ja gespannt, was wir hier alles entdecken werden. Ist das ein neues Vieh? Nee, ist der Wolpertinger, ne? Ja. Der Blattlose. Ich feier das so. Oh, cool. Ich wollte eigentlich noch gucken, ob wir vielleicht noch ein Tier finden. Das ihr dann benennen könnt, aber hier scheint erstmal in der Nähe nichts zu sein. Ich scanne nochmal. Wir haben hier halt auch kein Plutonium. Hier vorne ist irgendwas? Was bist du? Oh! Phasenkühlmitteltäter. Phasenstrahlbegleiteinheit. Die Abklingzeit des Phasenstrahler-Lasers werden erheblich reduziert. Ich glaube, das ist fürs Raumschiff. Das ist cool. Oh, hier ist noch viel mehr. Ah, da brauchen wir überall so ein... Ah, und dann haben wir nochmal so ein Gragat. Ne, was ich sagen wollte, brauchen wir überall diesen komischen... Wie heißt er denn? Atlas Pass V1. So, hier haben wir noch eine blaue Blume. Wenn ihr einen Namensvorschlag für die blaue Blume habt... Dann könnt ihr natürlich Bescheid sagen. Was haben wir hier? Die bringen uns nichts. Wir brauchen Plutonium. Ich schaue nochmal da hinten. Das ist auch nicht.
schwierig, Leute. Was ist das da? Das sieht aus, wie als ob das für die Schilde irgendwas wäre. Schilde auf Maximum. Das stimmt aber nicht. Ah, aber hier haben wir Tamium. Tamium brauchen wir natürlich auch. Das ist ja der Treibstoff. Ja, ja, ich weiß schon. Müssen wir jetzt einfach mal mit einem Energiekanister machen. Und da hinten wäre schon das nächste Fragezeichen. Leute, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück und speichern das Ganze. Denn das müssen wir immer machen. Das ist das Schlimme. Ich weiß auch noch gar nicht, wie wir das in Form von einem Let's Play durchziehen wollen. Boah, ich hoffe echt, dass die Performance nochmal besser wird. Und ich hoffe, dass der nächste Planet, auf dem wir landen... Und das ist ja das Coole, wir haben ja mehrere Planeten immer in einem Sonnensystem. Wenn wir auf einem Planeten landen, der uns nicht gefällt, dann können wir einfach wieder abhauen. Jetzt am Anfang sind wir natürlich erstmal in Anführungszeichen hier gefangen. Ich hatte gerade gedacht, dass sich da was bewegt hat. Das ist Platin. Die Pflanze haben wir auch noch nicht. Die haben wir schon. Jo, dann würde ich sagen, laden wir nochmal alles hoch, was wir hochladen können. Was haben wir jetzt? Aufbruch. 5000 U zurückgelegt. U sind wahrscheinlich Schritte. Ist ja cool. Ja, würde ich sagen, wie gesagt. Laden wir nochmal alles hoch, was wir hochladen können. Und ihr, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, könnt doch noch was Cooles benennen. Und zwar die Ebene, in der wir uns befinden. Oh, und zwar, ja, diese Ebene hier. Wenn ihr dafür einen coolen Namen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen und werde den coolsten Vorschlag annehmen. Ob das irgendwas aus unseren Let's Plays ist oder irgendwas, was ihr euch selber ausgedacht habt oder irgendwas, was ihr mit dem Kanal und mit mir verbindet, das ja, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und das Ganze gehört dann quasi zu Quamarunosianien im System Seminenten. Bis zum nächsten Mal bei No Man's Sky. Noch mehr Entdeckungen, noch mehr Tiere, noch mehr Scanvorgänge und mehr Planeten. Bis dahin, macht's gut.